Willkommen zurück zu Dracula's Treasures! Wir suchen weiterhin nach 2 von 3 Schatzkisten, die wir für Anemone öffnen lassen sollen. Hier ist übrigens Metallstein, den versuche ich zu besiegen. Hoffentlich schaffe ich das. Die hauen aber sehr schnell ab, leider. Und, ja. Ich bin wieder zurück beim Drachenschädel. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir hier weitersuchen. Denn wir können jetzt Levantas Mission endlich abschließen und gehen noch gleich nach unten. Denn hier oben ist nichts. Ich wollte nur lang wegen Levanta. Dafür muss ich ganz kurz Stufe 3 unten links erreichen. Das mache ich, indem ich einfach ganz oft auf irgendwelche random Gegner einschlage. Und dann mit einem der Monster, ganz wichtig, einem der Monster, nicht mit sich selber, dann den Drachen zu erwecken. So wird das, glaube ich, genannt. So, mal eben kurz auf ihn gemacht und er ist so glücklich. Schaut ihn euch an. Er freut sich schon richtig. Da, hab alles gemacht, was du wolltest. Schwer zu glauben, wie stark du geworden bist. Vergiss nur nicht, mit großer Stärke geht auch große Verantwortung einher. Wenn man sie missbraucht, tja, dann kommt nichts Gutes dabei heraus. Ein alter Kamerad von mir hat den falschen Weg eingeschlagen. Den, der in die Dunkelheit führt, den Weg hat er eingeschlagen. Er war ein mächtiger Krieger von scharfem Verstand. Aber er war auch besessen von seinen Kräften und wurde schließlich von ihnen überwältigt. Unsere Wege trennten sich schon vor langer Zeit, aber die Erinnerung daran schmerzt noch immer. Beherzige bitte meine Worte wieder. Wenn deine Kräfte zunehmen, könnte es sein, dass von ihnen wie berauscht bist. Aber dieser Weg führt zu nichts als Dunkelheit. Da habe ich mal wieder zu weit ausgeholt, was? Verzeih mir mein Gefasel, ganz ehrlich, ich kann dir kaum noch was beibringen. Aber ein paar Tricks habe ich noch auf Lager. Nein. Sag Bescheid, wenn du weiterhin trainieren willst. Es geht noch weiter? Modell eines Sylphania-Zelts. Ein Modell eines Zelts von der Art, wie die sylphanianische Expedition sie benutzt. Diese Zelte sind vielseitig einsetzbar und praktisch. Nein, ich will nicht noch mehr machen. Ich dachte, das wäre das Letzte. Oh nein, das ruiniert gerade den Tag. Okay. Finde 3 Monsterjuwelen. Ich habe schon mehrere. Ich bin gerade dabei, noch die anderen zu finden. Stelle Schätze im Tresorraum aus. Ja, habe ich schon längst gemacht. Bring Goldmünzen in deinen Besitz. Ja, ich habe ziemlich viele, kann man so sagen. Und es gibt Schätze in gutem und schlechten Zustand. Wahre Schatzjäger geben sich aber nur mit dem Besten zufrieden. Versuche 5 Schätze in ausgezeichnetem Zustand zu finden. Ab jetzt. Okay. Na gut, das Spiel wird mir schon Bescheid sagen, wenn ich das habe. Okay, dann gehe ich eben zurück. Ja. Also, ihr seht es ja wahrscheinlich auch genau wie ich. Ich bin jetzt wieder hier unten. Und dort ist die Scheintafel auf der Spitze. Aber auf welcher Spitze? Oh, auf einer Spitze mit einem Ballon sehe ich gerade. Oh mein Gott. Es gibt doch so viele Ballons? Really? Was habe ich gerade gesehen? Egal. Das ist aber keine Steintafel hier, oder? Ich glaube nicht. Wie kommt man da hoch? Ich weiß nur, Ballon abschießen. Das ist wichtig. Ja, ich weiß, ich habe auch leider keinen Platz mehr im Inventar. Ich habe schon so viele Schätze. Ich wollte mir jetzt einfach eigentlich aufsparen, zum zur Base zu gehen, aber mache ich halt jetzt gleich. Passt schon. Schön. Ich bin ja ziemlich hoch gelevelt, was ja eigentlich ganz gut ist. Denn einer unserer Wahlengegner war sogar Stufe 62. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stufe 62! Schau mal, kann man wirklich bis 99 oder bis Level 100 oder so gehen in diesem Spiel. Ziemlich krass. Bleib bei dir stehen. Vielleicht kommt ein Rivalenteam. Das wird nicht lustig. Okay, Ballon. Plopp. Ah, schau mal hier. Genau hier, wo wir gerade stehen. Ah, wie nett. Hier ist so ein Tempel. So winzig kleiner. Und mit dem kommen wir automatisch hier hin. Ah, nett. Kann ich sogar stehen. Die blaue Schatztruhe ist verschlossen, aber Mida hat einen passenden Schlüssel im Gepäck. Also können wir ihn doch öffnen mit dem blauen Schlüssel. Und Decke springt auf. Eine blaue Steintafel. Ja, eine weitere, also. Na gut. Blaue Steintafel. Eine blaue Steintafel, die in einer Truhe gefunden wurde. Auf ihr befindet sich eine seltsame Inschrift, die noch niemand zuvor gesehen hat. Hopp, das ist schon mal 2 von 3. Und für die Juwelen. Und für das Juwel, wo ich holen will, müssen wir hier hin. Zu den Speichelfällen. Das kann also ein wenig dauern. Also natürlich für mich. Für euch sind wir natürlich schon direkt da. Da ist sie. Ich musste hier ein bisschen hochklettern.
bisschen die Collision ausnutzen, dass man hier so hochbouncen kann mit dem Golem, wie er uns nach oben immer schleudert. Hier und da ein paar Gegner. Das Übliche. Und dann kriegt man hier oben den Krempenkeller. Oder das Krempenkeller-Juwel, besser gesagt. Ach ja, und da ich gerade hier bin, habe ich gesehen, dass Bonnie unter uns wartet. Sie möchte nämlich einen Kampf, eine Revanche. Das ist ihre Quest. Und es ist halt die Frage, ob ich mich das traue. Sie ist genau da, wo sie vorher auch war. Man hört sie sogar da lachen mit ihrer neuen Truppe. Und die, ehrlich gesagt, macht die mir so ein bisschen Angst. Ich meine, schau mal, was sie da hatten. Giganten, einen Henker und einen von diesen Kommandern. Das sind sehr starke Gegner, sehr starke Bösse. Schauen wir mal, ob sich das hier lohnt, gegen sie zu kämpfen. Ah, du bist es. Ich bin ja gerade dabei, ein Beutel zu machen, weil ich einen besonders anstrengenden Beutezug hinter mir habe. Aber ich bin froh, dass du da bist. Seit ich dich in diesem Kampf gewinnen ließ, bist du mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Damals war ich abgelenkt. Möchte sein, habe ich dich kaum beachtet. Wollen wir das wiederholen? Um zu zeigen, dass ich es ernst meine, gibt es auch einen besonders interessanten Schatz als Belohnung. Okay. Haha, so will ich das hören. Ich sollte dir vor ein bisschen Zeit zum Vorbereiten lassen. So, bescheid, wenn es losgehen kann, in Ordnung. Naja, das Ding ist, ich bin jetzt halt schon hier und ich bin jetzt halt schon hier. Und die wird doch bestimmt nicht über Stufe 50 sein, oder? Also legen wir los. Also dann legen wir los. Ich weiß, dass der einäugige Billy sich schon darauf freut, dir zu zeigen, was er diesmal drauf hat. Ach schon, er ist gleich geblieben. Und die anderen beiden sind neu. Ja, nee, ist klar. What? Fast One-Shot. Das gibt es nicht. Was zur Hölle? 65? Lustig finde ich das gar nicht. Golemina, das ist unser Team. Wieso steht da ein roter Name? Na egal. Oh, das macht gut Schaden. Oder auch nicht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hab ich noch einen Ally? Ich hab noch einen Ally. Ich hatte einen Ally. Und ich bin tot. What the hell? Nein? Nein, für diesen Kampf bin ich noch nicht bereit. Achso, übrigens, hier oben, Ruin am alten Brocken. Da, wo es so blau ist, kann man ja auch so entlang rennen tatsächlich. Hier oben gibt es noch eine Juwelentruhe. Hier waren wir auch. Bin mir sehr sicher, hier waren wir auch. Aber aus irgendeinem Grund habe ich diese Truhe. Oh, die habe ich schon. Vergiss es. Halt! Es gibt hier tatsächlich noch einen Juwel. Und zwar, wenn wir hier durch die Höhle durchgehen, kommen wir hier an diesem Punkt an. Aber ich bin hier falsch. Ne, Moment. Wir müssen genau über uns sein. Ich habe das mal wieder falsch interpretiert. Denn ihr wisst ja, ich sehe das immer nur, wie es auf der Map aussieht und nicht, ob das oben oder unten ist an dem Ort. Das sehe ich leider nicht. Ich glaube, hier sind wir richtig. Es müsste sich hier in der Nähe befinden. Soweit ich weiß. Soweit ich hoffentlich weiß. Was haben wir denn hier? Nee, das sieht aber krass aus hier. Was soll das sein? Schuppen oder so? Bin ich hier nicht richtig? Moment. Ich meine genau hier, wo ich hinzeige. Müsste es sein. Da haben wir das schon. Hä? Wo sind wir gerade? Wir sind eigentlich richtig. Doch, eigentlich sind wir richtig. Eigentlich müsste es hier sein. Ich guck doch mal. Bin mir sehr sicher, dass wir hier richtig sind. Oh. Hab's gefunden. Golem-Juwel! Sogar ein goldenes. Ein goldener Golem sogar. Aha.
Ja, ja. Bevor wir uns jetzt weiter erkunden, möchte ich ganz schnell meine Schätze hier sichern. Und zwei von denen hatten wir scheinbar schon. Mist. Das kann man natürlich nicht wissen. Eine Herzflasche. Nice. Kristallener Sand der Zeit. Nee, hör, was? 1,7 Millionen. Eine Sanduhr, die mit einem seltsamen Sediment gefüllt ist, das den Lauf der Zeit kontrollieren kann. Nachgebildet aus Kristallglas. Yes, und ein ikonisches Item. Wir sollen ja 50, glaube ich, waren das? 30, 50? Finden. Und hier haben wir ein vergoldetes Schwert. Um spezifisch zu sein, ein Wunderschwert. 15,3 Millionen. Diese wundersame Waffe heilt die Wunden ihres Besitzers, wenn dieser einen feinen Schaden zufügt. So Lebenausrauben-mäßig. Und Patrick. Dunkelstein. Na, dunkel ist ja nicht. 2 Millionen. Dunkle Materie in kristalliner Form. Der Kraftstoff, der sämtlichen Monstern ihre Mächte verleiht. Ah, nochmal. Krasses Schatz. Kristallene Bestienbissen. 1 Million. Ein feiner Fleischbrocken, über den Monster sich freuen. Nachgebildet aus Kristallglas. Und ein Schlüssel, der sehr wichtig zu sein scheint. Zauberschlüssel. 2,5 Millionen. Ein erstaunlicher Schlüssel, der mehr Türen öffnet als ein Ständerschlüssel. Aha. Makellos. Kristallene Heilkräuter. 2,1 Millionen. Ein Kraut, das seine Heilkräfte einer alten arkanen Verarbeitungsmethode verdankt. Nachgebildet aus Kristallglas. Ja, nice. Plus 92%. Fast 50 Millionen. Ja, doch fast so gut wie 50 Millionen an Profit gemacht. Boah, das so wieder. Das ist schon wild. Ach, jetzt wird der Kuchen hier gezählt. Warum das denn? Komisch. 3,3 Millionen. Ah, jetzt kommen erstmal die Juwelen, die wir bisher haben. 4,7 Millionen. Ja, die sind schon einiges wert, die Dinger. Sollte man sich holen. 4,7 Millionen. Sind sie alle gleich viel wert? Ja, sind sie. Okay. So, alle gleich viel wert. Ich glaube, ab dem nächsten Rang werden die wahrscheinlich so 5 Millionen wert. Ohne Ränge. 4 Millionen? 3? Ach, was weiß ich. Ja, da haben wir sie alle. Genau, das zählt. 2,8 Millionen, ist okay. Der gefällt mir am meisten. Guck ihn dir an. Wow. Einfach nur wow. Das reicht schon fürs Trainingslager, also muss ich wieder zurückrennen. Ich muss zurück. Levanta, bitte sag mir, ich hab dich endlich zufriedenstellen können. Bitte sag mir, ich hab dich glücklich gemacht, okay? Ich kann das nicht mehr. Es muss ausreichen, bitte! Ich fass es nicht. Du kriegst einfach alles hin. Was? Ich kann dir nichts mehr beibringen. Jetzt liegt es an dir. Nun kannst du glänzen. Aber ich bitte dich noch einmal, meine Worte zu beherzigen. Lass dich nicht von deinen Kräften aufzehren. Du weißt doch noch, was ich über meinen alten Kameraden erzählt habe, oder? Den, der den falschen Weg eingeschlagen hat und der Dunkelheit verfallen ist? Tja, dieser alte Kamerad war kein geringerer als Silberbein, höchstpersönlich. Ganz genau. Er hat an unserer Seite nach Schätzen gesucht. Tatsächlich hatte seine Majestät uns beiden die Führung übertragen. Doch dann wollte Silberbein nichts mehr mit Sephania zu tun haben. Er gründete sein eigenes Team und sie wurden von heute auf morgen zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Er meinte, er hätte seinen eigenen Ansatz bei der Schatzsuche. Nun ja, ich würde es nicht Schatzsuche nennen. Das ist Diebstahl, ganz simpel, und sowas macht man einfach nicht. Aber damit wird er nicht einfach ewig durchkommen. Er wird seine Strafe schon noch erhalten. Lass dir das gesagt sein. Und da schmeißt er schon wieder. Nun, es wird dich vielleicht freuen zu hören, dass ich dazu nichts mehr zu sagen habe. Hör zu. Aus dir ist eine fähige junge Frau geworden. Das heißt aber nicht, dass du ja jetzt faulenzen kannst. Du musst dich jeden Tag ins Zeug legen, genau wie ich. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Sprich mich einfach an, wenn du trainieren möchtest. Will ich nicht, aber danke. Statue von Kapitän Levanta. Der Anführer der sephanianischen Expedition. Des Trupps. How's it going? Was? Was? Das war eine super harte aus. Es geht weiter? Nein! Besiege den maskierten Hornbullen. Nein. Besiege den maskierten. Den maskierten Feuermähne. Besiege den maskierten Frostblut. Das sind die. Ist das jetzt deren Ernst? Die wollen wirklich, dass ich alle drei Gewirre nochmal mache?
Ist das deren dummer Ernst? Alter, das soll ich auf jeden Fall offscreen machen. Das ist deren Ernst? Ist das... Was? Habe ich beim Mor wirklich vergessen, diese Kiste hier raus zu picken? Schockierendes Banner. Blau, grün, zickzack. Ich habe das wirklich scheinbar übersehen. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall im Moosgebiet und an dieser Säule, da müssen wir hin. Da ist nämlich ein Juwel. Die will ja scheinbar jetzt sammeln. Und ich glaube, ich sterbe. Ja, noch nicht. Gut. Ich frag mich nur, wo der richtige Weg dort lang ist. Lass mal kurz schauen. Ah, direkt unter uns. Warte mal. Das haben wir schon. Bin mir ziemlich sicher, das hier haben wir schon. Aber sicher ist sicher. Ich will zumindest die Truhe sehen. Ah, da ist die Truhe. Ja. Ja, das ist das hier. Ja, das haben wir schon. Okay. Krass. Halt, stopp, ich habe mich vertan. Wir müssen hier lang, nicht da lang. Ich hab's falsch gesehen. I'm sorry, Leute. Das war meine Schuld. So, kurz abbremsen. Wie komme ich da am besten hin? Eigentlich da, wo ich gerade hinschaue. Also, da drüben, ich sehe schon. Seht ihr es auch? Dort vorne ist es. Hier bei dieser komischen Insel. Ich habe auch keine Ahnung. Wieso, weshalb, warum? Ja, da war ich gerade, da wollte ich gerade hinfliegen. Das war falsch. Hier ist es. Ich habe mich leider vertan. Es tut mir leid. I'm only human after all. So, gib her. Todeskönig-Juwel. Oh, das sieht nice aus. Der gefällt mir, glaube ich, doch am meisten. Das ist literally einfach ein Schädel. Ja. Das hat doch was. Ach du meine Güte. Ach du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Also manchmal bin ich echt von mir selbst überrascht, wie ich das übersehen kann. Und vor allem sehe ich dort oben sehe ich was. Wo ist das? Hier? Oder wo? Kommt man da ran? Kommt man da einfach dran? Ist der Golem von uns? Das geht auch safe auch von hier abgeschossen, oder? Das geht doch bestimmt auch von hier abgeschossen. Also ich bitte dich. So schwer ist der jetzt auch nicht. Oh, knapp, der war knapp, der Schuss. Ich glaube, ich bin zu hoch vielleicht. Yes. Okay. Da wir sowieso gerade von Ballons sprechen, lass uns doch mal kurz abchecken, was wir für die 60 Ballons Belohnung bekommen. Und schauen wir, wie viel es danach sein werden. 80? Wahrscheinlich. Aber es kann sein, dass dann danach gesagt wird, ja, nach 80, ja, 100. 120. Wisst ihr? Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Aufgabe gehen wird. Es kann aber auch sein, dass die Netze, man muss nicht den einzelnen Ballon kaputt machen, aber nein. Nein. Safe muss man alle kaputt machen. Oder? Macht ja eigentlich nur Sinn. Das ist eine lästige Aufgabe. Ich habe schon das Zittern. Ich zitter schon an die Knie, wenn ich nur dran denke, dass ich mir einen Guide anschauen muss, wo alle sind. Warum bist du hier? Hast du 60 Ballons? Ja? Ich schau mal nach. Ja, wirklich. Sehr, als hättest du schon wieder gewonnen wieder. Tja, wir müssen dir wirklich danken. Es kam nicht auch vor, dass jemand sich unsere Rivalität verdient. Ganz genau, Mida. Wir sind jetzt Rivalen. Gahaha. Also, was macht denn eine Rivale eigentlich? Mach den gar nicht mehr. Nimm einfach den Schatz hier. Okay. Ja, Statue von Schatias und Sparta. Eine Statue von Sparta und Schatias. Zwei rangniederen Lakaien der fliegenden Freibeuter. Das war eine coole Statue. Hat was. Ich muss schon sagen, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt hat es erwähnt, ja, es war echt unterhaltsam. Was sollen wir mit den restlichen Ballons machen, Sparta? Immerhin habe ich alle 100 versteckt. Na,
waren das wirklich so viele? Da haben wir es wohl ein bisschen übertrieben. Trotzdem können wir die nicht einfach da draußen lassen. Du hättest nicht zufällig Lust, dich um den Rest auch noch zu kümmern, Lieder? Wenn du alle 100 zum Platz bringst, war es ein ganz besonderer Schatz auf dich. Allerdings wird das nicht einfach, nicht einmal für einen Meisterschützen wie dich. Also Schatias, ich glaube ja, dass sie das eine ganze Weile beschäftigen wird. Das wäre doch perfekter Zeitpunkt für ein bisschen Schatzsuche-Training. Training? Jetzt, da du es erwähnst, du könntest wohl ein wenig davon ertragen. Viel Spaß. Du kommst mit, du Dummkopf, das ist doch sicher. Das ist doch, das ist schon nicht, okay. Boah. Aua. Achso, stimmt. Katzbarge, müssen wir Bericht erstatten. Warum hab ich das nicht gemacht? Das mache ich, glaube ich, jetzt eben. Bonnie besiegen, klar. Ah, wir haben doch mehr, als ich dachte. 76 von 100. Hör, warte mal. Moment. Das ist ein Ziel? Oh, schade. Schade, das wäre es jetzt gewesen, wenn man das jetzt hier einsetzen könnte und dann sieht man, wo die sind. Das hätte es noch gebracht. Schade. Katzbalger, ich habe die Dinger, die du willst. Ah, bedeutet das, du glaubst, dass es fünf verschiedene Kristalle gesammelt hast? Worauf wartest du noch? Zeig sie mir! Das kann nicht sein! Du hast fünf verschiedene Kristalle gesammelt! Ich hätte es wissen müssen. Ich kann dir einfach nicht ins Wasser reichen wieder. Weißt du, Kapitän Long John Silverbein. Was? Der größte Schatzjäger aller Zeiten ist schon lange mein Vorbild. Sein langer Name ist Long John Silverbein? Tatsächlich bin ich seinen fliegenden Freibeutel in den Hoffnung beigetreten, eines Tages in seinen Fußstapfen zu treten. Doch leider bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich vielleicht besser Pirat und Fünferer bin, für den ich mich hielt. Du aber wieder hast das Zeug dazu. Du untersuchst dich niemanden und baust dir deinen ganz eigenen Weg. Tatsächlich bist du mir eine Inspiration. Es ist höchste Zeit, dass auch ich meinen eigenen Zorpus rette. Genau wie du wieder. Von heute an werde ich mich nur noch auf mich selbst verlassen. Und dann eines Tages, wenn ich selbst ein angesehener Schattiger bin, wird die nächste Generation sich wünschen, in meine Fußstapfen zu treten. Ich habe mehr von dir gelernt, als ich mir je erträumen konnte, wieder. Bitte nimm wieder, zeig meine Dankbarkeit. Danke. Seine Figur. Die Statue eines gewissen Katzbalger, eines ehemaligen Offiziers der fliegenden Freibeuter. Ich glaube, damit ist jetzt seine Mission komplett zu Ende. Aber jetzt ist es Zeit für mich aufzubrechen. Eine Reise des Lernens und der Selbstfindung liegt vor mir. Wenn ich zurückkehre, werde ich kein Admiral mehr sein, sondern Oberadmiral. Vielleicht sogar Vizeadmiral. Adieu. Er sprintet gen Horizont, wo er hin will. Egal, was juckt mich das? Tup, 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 tup. Was gibt's? Ein Lagerfeuer. Oh, nett. Tup, 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 tup. Ja, das war auf jeden Fall Katzbalger. Kurz zur Bestätigung. Seine Mission, Freunde, ist abgehakt. Kurze Zusammenfassung. Levanta fehlt noch. Anemone, Presidor, Bonnie und Schatias Schwarter. Das sind doch nicht so viele, oder? Auf dem Weg zu, ich glaube, das war der Bernstein. Auf jeden Fall hier vorne war das ja. Und wenn wir hier hingehen, wo diese Pfütze ist und diese Einkerbung, werden wir ein weiteres Juwel entdecken können. Da düse ich gerade schnell hin und dann mit dem Flügel schnell weg hier. Aber ich habe da keine Lust mehr drauf, wieder angegriffen zu werden von denen. Oh, hier ist es schon. Einfach ducken. Man braucht keinen Schatten, man kann einfach durch, einfach ducken. Und dann kriegt man hier ein Schlammhandjuwel. Oder die Schlammhandjuwel. Oder Schlammhand als Juwel. Irgendwie so halt, ne? Ja. Haben 21 Flügel. Dinger sind nichts mehr wert. Wir müssen einfach rein. Hau ja ab. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Also, wo die nächsten Juwelen sind, das gucke ich jetzt sofort nochmal nach. Aber erstmal begutachten wir unsere Schätze. Und einen davon hatten wir schon. Mist! Mano! Kristallener Lebenssamen, 1,7 Millionen. Ein spezieller Samen, der angeblich die Lebenskraft steigert, wenn man ihn verzehrt. Nachgebildet aus Kristallglas. Und eine ikonische Modelleisenbahn habe ich gefunden. Die ist ja vergoldet. Coole Marvel-Level gibt es da ganz viel. Münzen, die von oben regnen. Sternenexpress.
Kenne ich den nicht so? Ist er nicht aus Dragon's 9? 28,4 Millionen, wow! Ein Modell eines fliegenden Zugs, der für sein sagenhaftes goldenes Erscheinungsbild berühmt ist. Und ein süßes Mädchen. Statue von gedächtnisloses Mädchen. 1 Million. Die Statue einer jungen Frau, die sich ihre Güte und ihre frohe Natur bewahrte, obwohl sie ihr Gedächtnis verloren hatte. Oh. Wie nur das passiert ist. Aber es war nicht alles, Schätze. Es geht schon immer weiter Geld. Boom, Levanto Jumpscare. Der Kollege ist 6,7 Millionen wert. Ja, was geil, Reaction. So viel wert, wie die sonst immer sind. Und die beiden sind 6,7 Millionen wert. Und der? Ist er mehr wert als die anderen beiden? Der ist gleich viel wert, okay. Oh, ich fass dich an. Wenn du dein Leib da gelassen hast. Wie kannst du nur? Oh, es wird poliert. Oh. Wow, über 10 Millionen. Das reicht aus. Rang 15 zu erreichen. Dann, Diamantjäger. Echt? Diamant kommt nach Party? Okay. Ich glaube übrigens mittlerweile, dass der höchste Rang Stufe 20 ist. Wollen wir das erreichen? Ich glaub's nicht. Nee, tatsächlich tue ich das nicht. Und ich gucke auch gar nicht mehr wegen dem Brett, wie wir da alles haben können und nicht. Wir kommen so auch klar. Oh, ein Banner, Bestienbanner. Oh, orange und Zickzack. Nett. Achso, das sind hier generell Banner-Missionen. Oh. Morgengrauen-Banner. Kaminrot-Gewelten. Ja, hier sind halt doch ein paar Dinge, die man machen kann. Ach ja, was haben wir denn hier nicht für ein schönes, großes, offenes Feld? Das hätte doch was, wenn jetzt hier mittendrin einfach so ein Juwel rumliegen würde, oder? Das hätte doch was, oder? Ja, Freunde, hier befindet sich tatsächlich eins. Hier nämlich, bei diesem Schädel. Hier ist so ein Mini-Drachenschädel. Hoffentlich keiner der Abortion-Kids, keine Ahnung. Aber... Hier ist auf jeden Fall ein toter Drachenschädel. Und habe ich Rattenballon gesehen? Oh mein Gott, was? Im Auge. In dem anderen? Leider nicht. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wo genau ich hin muss. Ich dachte aber eigentlich hier. Ja. Ich guck nochmal. Eigentlich genau hier unten. Moment. Ach, unter mir wahrscheinlich schon wieder. Ja, ey. Guck dir das an. Es liegt hier einfach so rum. Ist das nicht bescheuert? Na gut, was soll's. Hier mit. Säbelzahnkatze hier weh. Ich werd auch langsam zur Furie. Nur noch ein Ort. Im Winterteil. Ist unsere letzte Suche. Nicht noch nach den Ballons? Nein. Das tue ich ja sowieso nicht alle jetzt machen. Das wird vermutlich so ziemlich das Letzte, was wir insgesamt tun werden in diesem Let's Play. Eventuell. Da ja, wahrscheinlich doch vor. Yay. Mission. Wahrscheinlich noch bevor. Ah, ich bin dumm. Wieso mache ich das nicht von hier? Bevor ich alle Schätze sammle. Oder nachdem ich alle Schätze sammle. Oder weiß ich nicht. Schauen wir mal. Komm. Platz endlich. Wieso platzt das nicht? Wieso platzt das nicht? Das kann nicht wahr sein. Wieso platzt das nicht? Aber wir sind übrigens richtig. Hier gibt es noch ein Juwel. Und dort vorne, ungefähr 400 Meter in die Richtung. Oh, das ist das Juwel. Oh. Aber ja. 400 Meter in die Richtung ist ja noch die Kiste, die wir auch schon mal gefunden haben. Ich weiß ganz genau, wo die ist. Das ist nicht die einzige Kiste, die ich doch wirklich noch komplett im Kopf habe. Und ja. Hier oben ist das Juwel. Das bewacht wird von einem Königsschleim. Der kann aber rein gar nichts. Der kann mal Wein gehen und abhauen. Idiot. Ah, ein Schaden. Oh nein, wie schlimm. Königsschleim hier weg. Wie ein Grün.
So, das nächste Juwel ist genau da an dem... Oh mein Gott! Genau an dem Ort, wo auch die Steintafel ist. Deshalb müssen wir so oder so jetzt erstmal zur Steintafel. Ich bin mir nicht genau sicher, wo es ist. Es scheint ja nicht oben auf einem Berg zu sein. Eventuell ist es wirklich einfach nur hier so drumherum. Ich gehe erstmal hier den Weg lang, weil ich könnte mir vorstellen, dass es... Hier irgendwo ist was? Oh, Schatz! Oh. Ja, wenn ich schon mal hier bin, grabe ich den auch aus. Ich grabe ja nicht mehr im Video aus, weil das immer zu lang dauert. Aber wenn ich jetzt mal dabei bin. Wow, cool! Eine Schüssel, keine Ahnung. Yay. Golemina muss als einziges noch Stufe 50 endlich mal erreichen. Aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls. Ich vermute, ich kann hier wahrscheinlich einfach außen rum. Hä? Wo ist das? Also doch auf dem Berg. Da kann man vielleicht in dem Berg. Da, oh, warte. Warte. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hier geht's auch noch lang. Nein? Da habe ich so close. Das ist ein seltsamer Weg dorthin. Das ist wirklich ein seltsamer Weg dorthin. Steintafel. Hä? Das ist ja nicht mal die Kiste. Hä? Habe ich die falsche Mission ausgewählt? Ich verwirre mich nämlich gerade selber. Das war die, das war nicht die Mission, die ich ausgewählt habe. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Okay, ich hätte meinem allerersten Instinkt einfach folgen sollen. Und zwar einfach nur den Berg hoch hinauf. Entweder immer den Tricks machen. So boing, 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 nach oben bouncen. Das will ich so mal machen. Oder das andere machen, egal. Hä? Wo sind wir hier? Das ist... Moment. Hä? Oben im Schneegebiet. Da gibt's doch auch noch eine Kiste. Da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin, weil das will ich jetzt checken gleich. Aber holen wir uns erstmal hier die wahrscheinlich rote Tafel ab. Ja, richtig. Die dritte. Rote Steintafel! Hm. Alright. Da. Was gibt es als nächstes? Bring Animal und die Steintafel. Oh nein, warte mal. Bin ich hier stuck? Ich glaube, ich bin hier stuck. Ich weiß, manchmal ist die Collision ein bisschen komisch. Man kann irgendwo an so Wänden stehen, aber... Kollege, ich glaube, hier wird das leider nichts. Oh, wohl. Das hier könnte vielleicht funktionieren. Das könnte was werden. Oh Gott, das, Gott sei Dank, das funktioniert. Okay. Denn ich wollte ja noch mal ganz schnell noch die Kiste holen. Die müsste sich... da befinden. Glaube ich. Ist die hier? Ich schaue nochmal ganz schnell nach. Auf der Map? Nee, die ist doch nicht da. Die ist... da. Auf dem Berg oben drauf. Okay, wie kommen wir denn da am besten hin? Von hier vielleicht? Ja, ja. Ich hab's nicht ganz getroffen. Mist. Ich kann's nochmal versuchen. Jetzt müsste ich hier außen rum gehen. Ja, das könnte funktionieren. Ich glaube, das funktioniert auch besser, wenn ich hier außen rum gehe. Das wirkt auf mich auf jeden Fall einfacher und besser und trefflicher. Und yeah. Ist da hinten ein Ballon? Da? Seht ihr das? Da? Das leuchtet so ein bisschen anders. Egal. Ich lass mich so schnell ablenken. Oh nein, es ist wahrscheinlich hier, aber unter mir, oder? Weil es ist genau hier eigentlich. Aber hier ist nichts. Oh nein. Oh Gott, ich hasse das. Mann! Hier? Das ist nicht die Kiste, die ich gemeint habe. Schmetterlingskugel. Hä? Genau andere Seite? Oder was? Nein! Nein!
Nein! Da ist es! Nein! Nein! Ich brauche einen Schatten! Na egal, ich hole einfach gleich einen Schatten. Aber erstmal holen wir uns noch das letzte Juwel, denn das war das vorletzte. Das letzte ist hier auf der Frostbacke. Und da kommen wir nur hin, glaube ich, wenn wir hier rüber fliegen und dann hier uns den Weg hinbahnen. So, versuch es einfach mal vom Bahnhof aus hier. Weil über zu einem Bahnhof hin zu teleportieren ist ja schon mal ein hoher Ort. Das habe ich aus Super Wild gelernt. Deshalb können wir, glaube ich, von hier aus direkt nach oben starten, ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, das ist ein ganz anderer Ort als die kühle Kuppe, auch wenn es relativ ähnlich aussieht. Das ist ein ganz anderer Ort. Ja, jedenfalls, wenn wir hier nach oben, dann wird man sich loben. Und hier waren wir auch schon mal, falls ihr euch noch erinnern könnt. Waren wir hier? Kann ich mich erinnern? War das dieser Ort hier? War das die Frostbacke, wo ich meine? Doch, das war die sogar. Oh mein Gott. Ich wollte ja sowieso noch mal hin. In dieser grünen Kiste, die da hinten war. Moment. Ist das vielleicht die Kiste, die wir gerade suchen? Na was? Alles super, Schatz. Das wäre jetzt krank. Ist das die Kiste, die ich suche? Jetzt kann ich die einfach so aufmachen? Killermaschine-Juwel! Kann man vielleicht all diese Kisten erst am Ende aufmachen? Das ist ja wirklich seltsam. Ja, das war die Kiste. Und das wäre theoretisch jetzt auch das letzte gewesen. Das ist... Du bist voll das letzte, Kiste. Hä? Wo ist der Schatz? Oh, cool. Na gut. Dann fliege ich mit dem Flügel zur Base zurück, holen Schatten. Hol das kurz und dann können wir endlich Animal und Bericht erstatten und sind fertig für heute. Dann danke. Genug gezockt für einen Tag. Das war viel. Das war wirklich viel. Hey, Schinken! Bestienbissen, 1,4 Millionen, ein feiner Fleischbrocken, über den Monster sich freuen. Das eine war, glaube ich, ein Schatz, den wir schon hatten. Traumklinge, 1,5 Millionen. Das macht so ein Boing. Ein gewendetes Florett, das Feinde mit nur einem Hieb einschlafen lässt. Aha. Interesting, interessant. Das ist auch ein bisschen was wert. Obwohl das schon in unserem Bild ist jetzt war. Oh, 4,9 Millionen mittlerweile. Ah. Dich sind fast 5 Millionen jetzt wert. Schön. Not bad at all. Du hast es richtig gesagt. Wie weit steigen wir? Bis zur Hälfte? Lange nicht bis zur Hälfte. Ich weiß auch nicht, warum ich das geglaubt habe. Ich bin einfach, wer ich bin. Kotzball gewinnt's Team? Der ist ja nur Stufe 15, der Noob. Aber er will die Platte, die er uns gegeben hat. Was? Yay, Kotzball! Was zur Hölle? Wie gesagt, why? Komplett unnötig an diesem Zeitpunkt eigentlich, aber... Na gut, was soll's. Komm, Gifty! Hast du eine Schatten-Ability? Schau mal kurz. So, dann kann ich mir den reintun. Ja, Schleichnatter! Oh, den tue ich rein. Ja, wer geht weg, ne? Fast Travel. Oh, ich liebe mein Fast Traveling, aber... Nein, was soll ich sagen? Ich brauche halt einen, der sowas kann, wie er das kann. Denn er kann es halt, Mann. Yo. Außerdem hätte es doch auch was, wenn wir Goldie stattdessen ins Team tun, oder? Oder Nebel. Come with the gang. Oder Tintensterz. Wir haben einen Haufen Monster, die wir reintun könnten.
In der Theorie. Blocki nicht. Und Schleckeline auch nicht. Und Dünhild auch nicht. Ruby vielleicht. 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 Hör, was passiert jetzt? Oh, wir haben ihn da. Da ich beschlossen habe, meinen eigenen Weg zu gehen, habe ich mich bei deiner Mannschaft beworben. Ich weiß, wie sehr ich dir gefehlt habe. Wenn du meine Bewerbung annimmst, können wir wieder zusammenarbeiten. Mit Vize-Admiral Katzberger in deiner Mannschaft wirst du gar nicht mehr wissen, wohin mit all den Schätzen. Du kannst mich wieder danken. Ja. Danke, Konkurrenzkämpfer. Yay. Unsere kleinen helfenden Hand, Gifty, können wir hier unten endlich das letzte Juwel schnappen. Aufgepasst, aua. Schnell! Lights out! Ich bin gar nicht hier. Okay, hoch da. Ich komm wieder hoch. Oh, hier ist noch ein Schatz. Nett. Schuppenshake. Das würde ich nicht trinken wollen. Aber na gut, was soll's. Chaos Kommandant Juwel! Oha! Oha! Letzter zu Animal. Planänderung. Erstmal tue ich ja meinen Schatz abgeben. Oder beide Schätze? Nee, es war ein Schatz, ne? Und mach nochmal die drei Gewürre aufs Screen. Damit ich da nicht zweimal hinrennen muss. Ich will das jetzt endlich abschließen. Monsterjuweliere! Achievement! Wir haben nämlich alle Monsterjuwelen gesammelt. Yeah! One step at a time. Geht doch. What a fine collection. Splendid work. Palm sweaty, Mom Spaghetti. You can do it. Take off. Ihr müsst euch das wirklich gerade vorstellen. Ich habe gerade versucht, die Levanta-Quest zu machen, dass ich diese drei Bullen nochmal besiege. So, hab dann Gewirr Nummer 3 und dann Gewirr Nummer 4 nochmal gemacht. Wollte auf die Map schauen, ob es richtig ist, dass das letzte Ding in der Wüste war. Ich wollte auch kurz auf die Map schauen. Dann habe ich aber gesehen bei der Mission, das wurde gar nicht abgehakt. Hier, ich kann euch das nochmal zeigen. Wenn ich auf Abenteuermission will, ich habe die beiden nochmal eben gemacht. Wirklich. Aber da steht der Maskierte und das sind ganz andere. Ich muss das nochmal nachschauen online, was damit gemeint ist mit maskierten Bessen. Und scheinbar spawnen die erst, nachdem man den Final Boss besiegt hat, muss man danach auf der Overworld nach so Ausrufezeichen suchen, wo drauf steht, begebe dich zu diesem Ort, denn da ist immer ein Gewirr. Manchmal kommen auch so Schätze-Symbole und dann denkst du, das ist ein Schatz, dann ist das stattdessen aber eigentlich ein Gewirr. Und scheinbar können die dort zu einer random Chance, die man nicht beeinflussen kann, spawnen. Ja, das war eine, Spaß sein, die zu finden. Und ich weiß auch noch nicht einmal, ob die dann überhaupt, anders sind. Ob das die gleichen Bosse sind oder nicht, das habe ich gar keine Ahnung zu. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber gut, das würde jetzt auch den Rahmen dieser Folge sprengen. Deshalb mache ich das halt meinetwegen ein andermal. Vielleicht auch direkt nächste Folge. Wir schauen einfach mal. Weil ich habe noch keine feste Reihenfolge entschieden. Also mich für eine feste Reihenfolge entschieden. Wie und wo und wann ich alles mache. Aber ja, dass es euch nicht wundert, warum ich auf einmal so hohem Level bin. Ich habe halt gerade nochmal die beiden Gewirre gemacht. Total unnötig. Ich bin sogar einmal Game Over gegangen. Weil ich... Das war so blöd. Wo von diesen Flattern hier, von diesen Viechern, wo ich angegriffen. Nicht exakt die gleichen, aber so ähnlich hier. Und die haben alle so eine gleiche Attacke gemacht, die gingen alle auf mich. Tot. Geil. Die alten Abzeichnungen werden in drei Truhen aufbewahrt. Hast du sie gefunden? Ah. Oh. Und ich übergebe die farbigen Steintafeln. In den Truhen lagen also diese Steintafeln? Das ist eine bahnbrechende Entdeckung. Irgendetwas ist in ihnen eingraviert, aber die Schrift scheint älter zu sein als alles, was ich bisher gesehen habe. So ein Jammer. Da hast du mir so große Mühe gegeben, die Tafeln zu finden, und nun kann ich sie leider nicht lesen. Wenn sie nicht lesen können, Meisterin, dann sollten wir vielleicht eine ältere Person fragen, eine viel ältere. Da kannst du recht haben, Condorian. Jemand, zu dessen Lebzeiten die Tafeln beschriftet wurden, wäre natürlich ideal. Aber wo sollen wir nur so jemanden finden? Warte einen Moment, ich glaube, da fällt mir etwas ein. Am besten breche ich unverzüglich auf. Ich muss eine sehr wichtige Unterhaltung führen. Du solltest auch dabei sein, Mida. Treffen wir uns auf dem Winterteil, hoch droben auf dem Gipfel der kühlen Kuppe. Was willst du denn dort? Hm?
Moment. Ja, hier oben. Finde das uralte Wesen, der Baum? Oder was meint sie jetzt? Okay, ich beeil mich. Also, hier oben an der Spitze vom Winterteil, wo auch dieser Baum wohnt. Hier sollen wir wohl lang. Und, oh, ja. Kein Kampf mehr. Sorry. Danke, dass du gekommen bist, Mida. Ich weiß, dass die Reise mühsam ist. Lass mich dir nun ohne weitere Vorrede das älteste Lebewesen Draculen vorstellen. Diesen prachtvollen Baum. Wow. Er scheint wirklich sehr alt zu sein, aber wie sollen wir uns mit einem Baum unterhalten? Die Leben der Vögel und Bäume sind schon seit alten Zeiten auf harmonische Weise miteinander verflochten. Und im Laufe der Geschichte haben bestimmte Vögel gelernt, mit Bäumen zu kommunizieren. Condorian ist einer dieser Kreaturen. Er hat die Gabe, die wir benötigen, um unserem innergrünen Freund eine Auskunft zu entlocken. Ah, ihr könnt die Sache getrost mir überlassen, Meisterin. Ah! Dann red mal mit dem. Au, Baum! Oh, alter Wächter des Bergs! Ah! Hör mich an! Mida hört die Blätter des Baums rascheln. Sie glaubt, eine Stimme zu hören. Vielleicht ist es aber auch Nillewind. Ich höre den Baum! Ich kann ihn hören! Wonderful. Das ist wundervoll, Condorian. Dann horche gut ihn. Dann horche gut hin. Okay. Condorian und der große Baum führen eine längere Unterhaltung über Gott und die Welt. Doch kurz darauf... Der Baum will als nächstes mit dir sprechen, Mida. Streck die Hand aus und berühre den Stamm. Was? Wir können mit dem Baum sprechen? Mit der Low-Res-Textur? Mida hört eine Stimme. Sie scheint direkt zu ihrem Herz zu sprechen. Kannst du mich hören, Auserwählter der Drachen? Ah ja, jetzt verstehe ich, warum sie dich für würdig befanden. Es liegt an dem ewigen Band, das zwischen euch besteht. Ich bete dafür, dass ihr die Wünsche von Madra und Padra, den Urahnen von ganz Sarkonien, erfüllen werdet. My goodness. Nun, Mida, was der Baum zu dir gesagt hat, geht mich nichts an. Aber du musst jemand Besonderes sein, wenn er mit dir redet. Wir haben jedenfalls erfahren, was wir wissen wollten. Der Baum hat Condorian die Schriftzeichen auf den Steintafeln erklärt. Aber entziffern sollten wir sie lieber an einem wärmeren Ort. Hier oben holen wir uns nur den Tod, fürchte ich. Condorian und ich kehren nun zurück zum sylphanianischen Lager in den Kinnlanden zurück. Wir sehen uns dort. Ah, das gibt's doch nicht! Jetzt noch hier hin und da hin und... Ich hoffe, wir sind jetzt fertig mit dieser Aufgabe, sonst werde ich niemals jemandem einen Gefallen mehr erledigen. Oh. Ah, Mida, wie schön, dass du endlich hier bist. Du kommst genau im richtigen Moment. Condorian und ich sind gerade damit fertig geworden, die Steintafel zu entziffern. Wenn du erlaubst, fasse ich dir ihren Inhalt kurz zusammen. Draconien ist ein Land, das aus den ehemals lebendigen Körpern von Madra und Padra besteht. Sie verließen den Garten der Götter und opferten ihre Unsterblichkeit für die Liebe. Die strahlend blauen Augen der Drachen blickten über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg. Sie sahen ihren Tod voraus und was danach kommen würde. Jener Welt schworen sie Hoffnung zu spenden. Mit ihren letzten Atemzügen verwandelten ihre Körper sich in schwebende Inseln und ihre Träume wurden zu Schätzen und zwei unbekannten Seelen, die ein Band einte, das so stark war wie das ihre, hinterließen sie die mächtigen Drachendolche. Also willst du mir damit sagen, Mida und Eric lieben sich so sehr wie richtige Liebende? Oder sind einfach so in so einem Born drin? Ich klipp da nicht ganz durch. Also wie es aussieht, habt du und dein Bruder etwas mit den beiden Drachen gemein? Und damit meine ich nicht nur eure blauen Augen. Nein, ihr seid tief im Inneren miteinander verbunden, wie einst die Drachen. Wir sind nur Geschwister! Deshalb sind die Drachendolche in euren Besitz gelangt. Ihr wurdet auserwählt. Auserwählt, ein neues Zeitalter einzuläuten. Die neue Zukunft, von der die Drachen schon seit jeher träumten. Und ich habe auch verstanden, jetzt die ganzen Schätze, die wir finden, sind einfach nur die Träume von den Drachen, was sie noch alles erledigen wollten. Ich wollte auch diese Figur sammeln, diese Karten sammeln und alles sammeln und so. Draconian selbst hat seit Äonen in eurer Ankunft geharrt. Die Drachen haben vielleicht sogar... Ach, aber was rede ich denn da? Verzeihung, ich habe die Angewohnheit, zu viel nachzudenken. Wie dem auch sei, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Wahrheit über diese Welt ohne deine Hilfe niemals ans Licht gekommen wäre. Zum Glück möchte ich dir... zum Dank möchte ich dir etwas schenken. Begrabschhilfe. Die Statue von Prinzessin Anemone, Kronprinzessin Sylphanias.
Warum gibst du mir eine Statue von dir selber als Dank? Bist du selbstverliebt, aber okay. Dann heißt es wohl Abschied nehmen jetzt. Yes! Wir sind fertig! Ich bin sowas von fertig mit der Frau. Warte, was? Sprich im sophanianischen Lager in den Ebenen mit Animaun. Was? Es gibt. Was? Wie? Es geht weiter? Wie jetzt? Na, wenn das nicht wieder ist, es scheint dir ja gut zu gehen, wenn ich mich dich so ansehe. Du erinnerst dich doch noch daran, wie du meiner Leibgarde geholfen hast, diese Steinmonumente zu untersuchen, oder? Tja, während ich mich genau mit ihrer Geschichte befasst habe, fand ich heraus, dass es viel mehr von ihnen gibt, als ich ursprünglich dachte. Das erklärt, warum wir noch mehr gefunden haben, aber nein, es geht weiter! Da habe ich mich gefragt, ob du interessiert wärst, sie für mich zu finden. Nein, 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 natürlich nicht. Du willst niemals, du willst es niemals. Aber ich muss ja sagen. Vielen lieben Dank. Es widerstrebt mir, dir Arbeit aufzubürden, aber es gibt niemand anderen, der mir helfen kann. Als ich wieder in Sylvania war, habe ich lang und intensiv über meinen nächsten Schritt nachgegrübelt. Und dann gelangte ich zu einer Erkenntnis. Ich sollte ein Buch über Drakonien und seine faszinierende Geschichte schreiben. Allerdings erkannte ich bald, dass mein Wissen über dieses Land bei weitem nicht ausreicht. Ich glaube, dass die übrigen Monumente die Formation bergen, die ich benötige, um mein Buch fertigzustellen. Meiner Einschätzung nach gibt es ungefähr 10 bisher noch undokumentierte Monumente da draußen. Ich möchte, dass du sämtliche Steinmonumente untersuchst und mir berichtest, was auf ihnen geschrieben steht. Ich muss allerdings ein kleines Geständnis ablegen. Ich habe keine Ahnung, wo sie sich befinden könnten. Es besteht sogar die Chance, dass du einige von ihnen bereits gefunden hast. Keine Sorge, ich erwarte nicht, dass du sie alle noch einmal besuchst. Gott sei Dank. Danke, Mida. Mir ist klar, dass dies ein größeres Umfang ist, als ich, als ich dachte, aber es wird sich lohnen. Okay. Wie viele haben wir von denen? Moment. Das sind Animaun. Was ist das hier eigentlich? Finde das Monument. Wir haben von denen schon einige gefunden. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Wir haben also die Hälfte schon irgendwo gefunden gehabt.